Um den Umgang von Gesellschaften mit eintretenden Katastrophen besser verstehen und entsprechendes Wissen für das Katastrophenmanagement generieren zu können, hat der Soziologe Professor Dr. Wolf-R. Dombrowski im Jahre 1983 das sogenannte Litfaßsystem-Modell entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Ablaufmodell für eine eintretende Katastrophe, das 6 Phasen beschreibt. Die Anfangsbuchstaben der Phasen gaben dem Modell seinen Namen. In der ersten, der sogenannten Latenzphase, erscheint ein bedrohliches Schadensereignis als möglich. Es liegt also etwas in der Luft. Allerdings herrscht in der Latenzphase noch Ungewissheit. Vorbereitungen werden allerdings insofern getroffen, als dass gegebenenfalls Rufbereitschaft für verantwortliche Stellen angeordnet wird. In der zweiten, der Identifikationsphase, werden die Warnungen konkret. Es wird also klar, auf welche Art von Katastrophe, beispielsweise eine Überschwemmung, die betroffene Gesellschaft sich einstellen muss. In der dritten, der sogenannten Definitionsphase, wird die eintretende Gefahr kategorisiert. Damit werden auch die zu alarmierenden Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten definiert. In der vierten, der sogenannten Personalisationsphase, die aus Sicht der Katastrophensoziologie die wichtigste Phase ist, werden Retter und Opfer bzw. Täter etwa bei terroristischen Anschlägen identifiziert. Es wird also konkret festgelegt, wer rettet und wer gerettet werden muss. Die fünfte Phase, die Aktionsphase, kennzeichnet jene Phase, in der die Katastrophe bekämpft, unterbunden bzw. gelindert wird, also den eigentlichen Einsatz der Hilfs- und Rettungskräfte. In dieser Phase ist der Verlust menschlichen Lebens sowohl auf Opfer- als auch auf Retterseite nicht ausgeschlossen. In der letzten Phase, der sogenannten Rückkopplungsphase, wird das Handeln vor, während und nach der Katastrophe reflektiert und kritisiert. Es werden durch Überlebende und andere verantwortliche Akteure Lehren gezogen und Prophylaxevorschläge für kommende Katastrophen formuliert und gegebenenfalls organisatorische Maßnahmen umgesetzt. Ja, ich freue mich sehr, heute den Begründer des Litfaßsystem-Modells, Professor Dombrowski, Wolf Dombrowski, begrüßen zu dürfen. Und würde ihm gern natürlich einige Fragen dazu stellen. Und einsteigen würde ich gerne mit der Frage, Herr Professor Dombrowski, wie schätzen Sie es denn ein? Wie war denn eigentlich der Einfluss des Modells, das Sie entwickelt haben, auf das Katastrophenmanagement? Na, zuerst war der Einfluss sehr gering, weil ja diese Phasenmodelle im Grunde genommen eine akademische Fingerübung waren. Alle Amerikaner in der Katastrophenforschung haben so ein Modell entwickelt. Und ich fand die ersten eigentlich ziemlich dämlich. Also sowas wie Pre-Impact, Impact, Post-Impact. Ja. Das gibt zwar Ordnung, man kann dann hinterher sagen, ja, ihr Praktiker, wo befindet ihr euch? Wir sind schon im Post-Impact. Aber ich fand das nicht hilfreich. Deswegen habe ich versucht, ein Modell zu entwickeln, das Indikatoren angibt für jede einzelne Phase. Die Indikatoren, die man in der Praxis findet, wo man etwas messen kann, wo man sozusagen empirische Hintergründe findet, um dann wirklich sicher sagen zu können, jetzt müssen wir das und das machen oder jetzt ist die und die Situation entstanden. Also ich wollte es empirisch füllen mit Indikationen über Tatsachen. Ja, danke schön. Würde ich gerne anschließen. Aus Ihrer Sicht, das ist ja nur noch einige Jahre her, einige Jahrzehnte, dass Sie das Modell entwickelt haben. Was gab es denn für konzeptionelle Erweiterungen, die Sie für wichtig gehalten haben in den letzten Jahrzehnten? Na, zuerst einmal war das Interessante für mich, dass sich Unternehmen dafür interessiert haben, die genau diese indikative Auffüllung der einzelnen Phasen wichtig fanden und mich dann auch gefragt haben, ob ich für sie sozusagen das in ihren Unternehmungen abbilden kann. Und das ließ sich mit dem Modell sehr gut gewährleisten. Inzwischen ist die Entwicklung ja massiv vorangeschritten. Ich glaube, heute haben diese Phasenmodelle nur noch wissenschaftshistorischen Wert, denn wir haben inzwischen Computermodelle, wir können mit Drohnen Befliegungen machen, wir haben Echtzeitdaten, wir haben Langfristdaten, wir haben Satellitenüberwachung. Wenn man all diese Daten sozusagen integriert in ein dynamisches Modell, dann sind diese Anfänge der Phasenmodelle eigentlich, würde ich sagen, ja, das ist wirklich kalter Kaffee. Aber es war Pionierarbeit, das würden Sie schon so sehen. Ja, es war wirklich eine Pionierarbeit und mir haben diese anfänglichen groben Phasen auch sehr geholfen,
weil sie wirklich strukturieren und weil sie ein perfektes Bindeglied zwischen Theorie und Praxis sind. Also man bringt Ordnung in eine Sache und die Praktiker erzählen einem, ja, das genauso sehen wir das auch. Das ist die Vorphase und jetzt ist die Einsatzphase. Und über diese gute Verdrahtung von Theorie und Praxis ist man wirklich im Katastrophenmanagement einen Schritt vorangekommen. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen, für Ihre Zeit heute und ich wünsche Ihnen alles Gute, Professor Dombrowski. Herzlichen Dank. Tschüss. Herzlich willkommen, Herr Kulicke. Sie sind Leiter des Departments Stadt- und Umweltsoziologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung am UFZ in Leipzig und haben zugleich eine Professur für Umweltrisiken und Nachhaltigkeit an der Universität Potsdam. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu diesem MOOC beitragen und wir würden gerne starten mit einer Frage ganz allgemein. Können Sie bitte uns kurz Ihren Forschungshintergrund erläutern, damit wir so ein bisschen einordnen können, mit welcher Forschungsbrille Sie auf das Thema Naturgefahren, Risiken und Katastrophenmanagement schauen? Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin Humangeograf, Ausgebildeter und leite hier das Department Stadt- und Umweltsoziologie am UFZ. Wie man sich unschwer vorstellen kann, geht es bei mir vor allen Dingen um die gesellschaftlichen Folgen von Extremereignissen, also Hochwasser vor allen Dingen und in jüngster Zeit auch Dürreereignissen. Also welche gesellschaftlichen Folgen diese Ereignisse haben, wie verwundbar Gesellschaften, aber auch die Einzelnen sind, wie sie diese Risiken wahrnehmen. Und inwiefern und ob sie sich auch gegenüber zukünftigen Risiken und Extremereignissen anpassen. Das geht von der Ebene des Haushalts, vom Einzelnen über Nachbarschaften, Quartiere bis hoch zu Ländern, ganzen Regionen. Ein sehr spannendes Themenfeld. Mich würde interessieren, was denn aus Ihrer Forschungsperspektive heraus da die ganz aktuellen Herausforderungen sind, die Sie denken, die es zu adressieren und ja vielleicht auch zu lösen gibt. Also eine Herausforderung ist eine abstrakte, die zweite ist eine konkrete. Die abstrakte ist, dass wir uns in eine neue Umwelt hineinbegeben werden, eine neue physische Umwelt. Sie wird sich doch grundlegend ändern, gerade was extreme Ereignisse anbelangt. Wir sind in Deutschland zum Beispiel noch immer mitten in einer Dürre, die seit 2018 andauert. Und wir haben letztes Jahr 2021 eine Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesehen, die jenseits des Vorstellbaren lag, auch für viele Forschende. Das zeigt, dass wir einfach uns grundlegend verändern werden müssen. Wir sind eigentlich momentan immer noch auf dem Schönwetterticket unterwegs. Also wir gehen davon aus, dass sozusagen wir unsere Umwelt beherrschen und sie einigermaßen kontrollieren können. Die Umwelt wird sich aber so großartig verändern, so grundlegend verändern, dass da doch größere Transformationsprozesse notwendig sind. Das geht los vom Einzelnen über die Techniken, die Deichbautechniken bis hin zu neuen Versicherungslösungen, neuen planerischen Ansätzen, aber auch die Frage, wie Kosten und Lasten und Nutzen und Lasten im Hochwasserrisikomanagement zukünftig verteilt werden. Das ist die große abstrakte Herausforderung. Die konkrete Herausforderung ist, an der ich mich gerade beteilige, wie man in den betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nachhaltig und resilient wieder aufbaut. Sprich, dass man die gleichen Fehler der Vergangenheit nicht nochmal macht, sondern hochwasserangepasst und zukunftsfähig wieder aufbaut. Und das ist eine konkrete Herausforderung. Der Wiederaufbau generell wurde in den letzten Jahren sehr stiefmütterlich behandelt, auch durch uns als Forschende. Wir haben sehr viel zum Thema Klimaanpassung, Wahrnehmung von Risiken. Aber wie man eigentlich das Prinzip Build Back Better, also wie man besser wieder aufbaut, sodass das, was wieder aufgebaut ist, zukunftsfähig ist, das haben wir doch auch als Forschende vernachlässigt. Und das ist Bestandteil meiner derzeitigen Forschung. Ich kann mir vorstellen, da spielt auch sicherlich die Wahrnehmung der Bevölkerung eine große Rolle in diesem Kontext, oder? Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen weiter ausführen. Ja, Risikowahrnehmung ist ja eigentlich ein etabliertes Feld in den Sozialwissenschaften. Natürlich befassen wir uns auch mit Wahrnehmungsfragen. Wobei ich es eigentlich wichtig finde, nicht nur die Wahrnehmung der Bevölkerung zu adressieren, sondern natürlich auch die Wahrnehmung derjenigen, die mit weitreichender Entscheidungskompetenz und Befugnis ausgestattet sind. Das ist also sowohl die Politik als auch die Verwaltung, und zwar die Verwaltung von der Kommune bis hoch zu den Ministerien. Das ist die Fachverwaltung, das ist auch die generelle Verwaltung. Ich glaube,
Wir als Forschende haben uns sehr intensiv in den letzten Jahren mit der Wahrnehmung der Bevölkerung befasst. Und wir wissen auch ziemlich genau, wie Risiken wahrgenommen werden und warum sie, wie sie wahrgenommen werden, was die Gründe dafür sind. Wir wissen auch ziemlich gut, wie sich Wahrnehmung und Verhalten, was da die Zusammenhänge sind. Die Wahrnehmung der Verwaltung von Risiken und die Wahrnehmung der Politik von zukünftigen Risiken ist eigentlich eine Blackbox, würde ich sagen. Was meiner Meinung nach etwas unbefriedigend ist, weil es wird vor allen Dingen auf Fachplanung, auf Verwaltung und Politik zukünftig ankommen, um diese große Transformation auch leisten zu können. Hier auf den Einzelnen abzustellen und die Wahrnehmung eines Hauseigentümer oder einer Hauseigentümerin darüber sozusagen das Problem allein zu adressieren, wird nicht ausreichen. Von dem her, zukünftig werden wir uns sehr viel später sozusagen ein Gesamtbild der Wahrnehmung verschaffen müssen, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Denken Sie denn, dass die Verwaltung und die Politik, die Sie genannt haben, da bereits gut darauf vorbereitet ist oder dass sie diese Rolle auch wahrnehmen können? Oder ist es doch noch immer sehr stark auch ein Einzel-Silo-Reaktionsverhalten, was Sie dort wahrnehmen? Ich glaube, der Problemdruck und auch damit die Problemwahrnehmung wächst. Da gibt es schon auch Veränderungen. Man sieht auch teilweise, dass da über, wie Sie schon sagen, Sektorgrenzen, vielleicht auch Verwaltungsgrenzen hinaus gedacht wird und bis zumindest das große Bedürfnis nach Austausch und Kooperation besteht. Allerdings handeln die handelnden Akteure natürlich innerhalb von gesetzlichen Rahmen, von Verwaltungsvorschriften und so weiter und so fort. Sprich, da gibt es einfach ein sehr starres Korsett, in dem man sich bewegt. Und genau in diesem Spannungsverhältnis vom starren Korsett, gegeben durch Gesetze und Vorschriften und Erlässe, und den Handlungsspielräumen und Möglichkeiten des Einzelnen, genau dieses Spannungsverhältnis, das gilt es genauer auszuleuchten. Gut, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ja, wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Dankeschön. Ja, besten Dank. Ja, schönen guten Tag, Herr Voss. Es freut uns sehr, dass Sie zu diesem MOOC beitragen möchten. Und vielleicht starten wir mit der ersten Frage. Vielleicht können Sie ganz kurz erläutern, was Ihr Forschungshintergrund ist und mit welcher Forschungsperspektive Sie auf Naturkatastrophen, Naturrisiken und Katastrophenmanagement schauen. Als Soziologe, der ich vom Hause bin, der aber auch noch ein bisschen Pädagogik und Psychologie mitstudiert hat und vor allem ein großes Interesse an der Philosophie mitbringt, schaue ich auf Naturgefahren erst einmal mit der Frage, was ist uns eigentlich als Gesellschaft Natur? Also wie grenzen wir eigentlich den Gegenstandsbereich als solchen von anderen Phänomenen ab, mit denen wir es zu tun haben? Und dann daran anschließend, wie gehen wir mit den so abgegrenzten Phänomenen um? Ja, also warum sagen wir eigentlich, dass wir das eine Naturgefahr nennen, das andere technische Gefahr und dann vielleicht noch so etwas wie soziale Gefahren als drittes oder so? Wie kommt es eigentlich zu diesen Grenzziehungen? Was geht damit einher? Welche Zuständigkeiten, welche Wahrnehmung, welche Perspektiven verbinden sich jeweils damit? Um dann zu gucken, eben auch welche Antworten auf die damit verbundenen Fragen finden wir denn dann als Gesellschaft. Konkret heißt das dann für mich als eben eher interdisziplinär arbeitender Sozialwissenschaftler mit spezifisch nochmal soziologischen Brille, zum Beispiel zu schauen, wie läuft eigentlich Katastrophenrisikomanagement tatsächlich ab, nicht nur von der Theorie her, wie sollte es sein, das ist auch etwas, was uns interessiert, wie definiert eigentlich eine Gesellschaft, wie sie eben Katastrophenrisiken managen will, welche Ressourcen will sie dafür aufwenden, was ist sie dafür bereit, auch in Kauf zu nehmen, auch an Verunsicherung und so. Und dann aber auch ganz konkret, wie läuft es denn tatsächlich in der Praxis? Also die Idee, wie es sein sollte, im Abgleich nachher zu dem, wie es auch tatsächlich ist. Und darüber lässt sich lange, lange forschen und arbeiten, um festzustellen, beides hat oft wenig miteinander zu tun. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was sind denn aus Ihrer Forschungsperspektive heraus die aktuellen Herausforderungen im Kontext von Naturkatastrophen, Naturgefahren, Risiken und Katastrophenmanagement, die es zu adressieren bzw. zu lösen gilt? Tatsächlich glaube ich, dass eben sich daran zeigt, dass es schwierig ist, überhaupt erst einmal Naturgefahren als einen gesonderten Bereich zu betrachten, weil wir heute sehen, dass verschiedenste Gefahren aufs Engste miteinander zusammenhängen, einander überlagern, einander verstärken, aber durchaus auch abschwächen und dass am Ende alles eben mit der Gesellschaft als solcher oder der Kultur, sagen wir mal so, zusammenhängt, wie wir denn eben damit umgehen.
Für das Naturgefahren- oder Naturrisikomanagement ergibt sich etwa ja die Frage der Ressourcenverteilung. Ja, wie viel wollen wir eben als Gesellschaft dafür aufwenden, uns vor spezifischen Naturgefahren noch besser zu schützen, als wir es bisher schon getan haben? Wie gehen wir dann damit um, wenn sich da nun Frequenzen, Magnituden verschieben im Zuge des Klimawandels etwa? Wollen wir das Geld einfach anderswo hernehmen? Wo kommt es her? Ja, wo wollen wir es wegnehmen? Wollen wir gleichermaßen aber auch noch in Richtung Zukunft schauen und resilienter werden als Gesellschaft insgesamt, um also gar nicht erst anfällig werden, zu werden für die naturgefahrenbezogenen Risiken, dann sind das Investitionsentscheidungen am Ende in Landschaftsplanung beispielsweise, wo man gar nicht mehr auf den ersten Blick sagen kann, ja, das hat was direkt mit Naturgefahren zu tun, und sieht dann wiederum erst recht, naja, spätestens da hängt es dann auch noch zusammen mit ganz anderen Risiken des Alltags, die wir mitbedenken müssen. Also kurzum, oder lange Rede, kurzer Sinn, mein Blick auf Naturgefahren ist der eines integrierten Ansatzes, der multiple Risiken und Gefahren in ihrer Wechselwirkung betrachtet und dann schaut, wie wollen wir zukünftig nachhaltig resilienter mit diesen Risiken umgehen. Ja, Stichwort Ressourcen, vielleicht ganz kurz die Nachfrage. Was sind denn Investitionen aus Ihrer Sicht, die in diesen Bereichen fehlen würden? Ja, wir haben es insgesamt mit einer hochentwickelten technischen Infrastruktur zu tun, mit der wir auf Naturgefahren zugehen. Ja, das ist natürlich einmal erstmal angefangen bei wissenschaftlichen Ansätzen der Kartierung, der Erfassung von Abflussmustern etwa, von Informationen, die wir brauchen, um räumliche Planung besser zu gestalten. Da sind wir ja auf einem sehr hohen wissenschaftlichen Niveau. Da kann man immer noch besser werden, da kann man noch mehr investieren. Aber für mich als jemand, der am Ende schaut, ja, wie wird Gesellschaft resilienter, ist die Frage vielmehr, was ist tatsächlich das Entscheidende, um bedeutende Schritte weiterzukommen? Ja, da würde ich eher sehen, dass es an einer Art Investition ins allgemeine kulturelle Bewusstsein hadert, dass wir uns anders darauf einstellen müssen, auf eben überraschendere Ereignisse, die sich nicht mehr an die Frequenzen und Magnituden der Vergangenheit halten, dass wir aber auch immer dann in Konflikte reingehen werden, an Interessen, die einander eben widersprechen, wo wir sagen, na, die einen wollen eben eher Hitzeschutz, die anderen wollen aber doch räumliche Verdichtung, und beides begründen sie am Ende vielleicht mit mehr Nachhaltigkeit. Also es ist nichts einfach dabei, und wir müssen schauen, tatsächlich, wo sind am Ende die entscheidenden Hebel, die wir in der Hand haben, wo wir am meisten erreichen können, bei insgesamt meist begrenzten Ressourcen? Ja, kommen wir jetzt zur dritten Frage, Herr Voss. Und die wäre eben, und das ist auch der Ausblick vielleicht auch schon auf die Zukunft, wie kann denn die Wissenschaft aus Ihrer Sicht dazu beitragen, das wichtige Thema des Bevölkerungsschutzes zu adressieren? Ich denke das natürlich erst einmal als Sozialwissenschaftler. Und da würde ich sagen, können wir der Gesellschaft als solcher einen Spiegel vorhalten. Wir können ihr zeigen, dass es keineswegs klar ist, vor was wir uns eigentlich als Gesellschaft schützen wollen. Wir akzeptieren im Alltag allerlei Risiken, fürchten uns vor dem manchen, vor manchem mehr, vor anderem weniger. Und das ist nicht unbedingt immer, sagen wir mal, ganz rational oder durch Zahlen zu begründen, sondern hat vielerlei Motive, die deshalb keineswegs falsch sind, auch wenn sie eben oft mehr einem Bauchgefühl entspringen. Wir können der Gesellschaft zeigen, dass ein absoluter Schutz vor Katastrophen vielleicht als solcher eben überhaupt nicht möglich ist. Also wir uns immer besser auf eine Art vorbereiten, auf das, was eben passieren kann. Selbst auf das, von wem wir noch gar nicht wissen, dass es passieren kann, kann man sich ein Stück weit vorbereiten. Das ist etwas, was sich nur schwer kommunikativ vermitteln lässt. Darüber müssen wir eben entsprechend reden und eine Kultur entwickeln, die insgesamt resilienter wird. Wir können also das Spektrum der Themen als solches erweitern, von einem engen, nachsorgenden Blick auf, wie können wir Hochwasserschutz eben optimieren, hin zu einem wirklich präventiven Ansatz, der versucht, es gar nicht erst zu spezifischen Gefahrenlagen kommen zu lassen, was dann immer in breitere gesellschaftliche Themen hineinführt. Wir können also Handlungsoptionen zeigen und deutlich machen, es ist oft viel mehr an Möglichkeiten da, als dessen wir uns tatsächlich in der Praxis dann am Ende bedienen. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Voss. Schön, dass Sie dabei waren und sind.
Und alles Gute für Sie. Viele Grüße aus Wien. Sehr gerne. Ich danke und Grüße aus Berlin. Danke. Bis dann.